Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.29 Uhr, 23. Juni 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir sind in der Mitte. Und ich gehe nochmal auf den Daily Pivot und Big Number heute identisch. 15.607 Long oder 15.592 Short. Das ist die untere Seite. Ja, falls der Markt jetzt sich nachhaltig hier oben festhält, dann wechseln wir auf die 15.7. Das heißt, das ist nach wie vor egal, ob ich jetzt oben die Falle platziere oder unten. Ja, also ich gehe jetzt mal hier unten rein. Und wir bleiben hier in diesem Chart, gucken einmal die Blue Boxen von gestern Abend, alles gering, gehen aber dann gegen Mittag rein und sehen hier, warte mal ein bisschen kleiner, das waren jetzt gestern die, so, Minuten-Charts hier, alles große Boxen, alles große, dann gab es eine 10er-Box, wow, gestern Abend und das war's. Also eigentlich gute Musik. Wir messen einmal ab, was war gestern denn insgesamt die Trading Range vom Tief zum Hoch. War das Hoch gestern hier, 142 Punkte, alles in Ordnung. So, ein bisschen kleiner. Und da ist also die Falle und jetzt gehen wir in die grünen Boxen auf dem Minutenchart, können das Ganze auch auf den 5 Minuten, dann sehen wir das ein bisschen besser. Einmal hier reingelaufen, raus, da rein, da raus, also da waren es gute Trades. Und jetzt die Frage, wo kommt die Vola-Box heute Morgen rein? 15.662. Da wird sie reinkommen. Also für alle, die den Hedge jetzt heute auflösen wollen. Das ist die Vola-Box, zumindest Forecast. Wir werden es um 9 Uhr dann sehen. Und wir fangen wie immer an mit den großen Zeitebenen. Heute mal mit Öl. Daily Basis. Und wir gehen auf die Zickzack-Linie. Wie immer jeden Morgen einmal durch. Tagesstrategie Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long, 5 Minuten Long und das heißt alles Long hier in diesem Markt. The DAX, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Ja, und wir sehen gestern den Stundenchart. Das war der Verlauf gestern hier. Die zweite Angriff und er hat gestern das Tief bei 15.514 gehabt. Ja, das ist der DAX und wir sehen hier, das ist, wenn wir uns den Stundenchart anschauen, ja, da eine leichte Unterstützung bei 15.5. Ja, und haben das also im Auge und schauen das mal im Club um 10 Uhr nochmal genauer an. Weiter geht's mit Gold Daily. Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Long, 5 Minuten Short. Unentschieden. Technologiebörse Nasdaq, Daily Long, All-Time High gestern. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Also eher ab heute auch mit den amerikanischen Märkten Long. Daily, das ist jetzt der S&P 500. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Long. Auch hier sehen wir, alle Zeitebenen zeigen Richtung Norden. Kommen wir zum Bitcoin. Daily, Tagesbasis Bitcoin Short. 4 Stunden Short, 30 Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5. Also da immer noch unentschieden. Ethereum, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long,
30 Long, 15 Long, 5. Also auch da große ist Short noch. Die kleineren drehen schon mal. Ob es ausreicht, werden wir sehen. Ja, man hat einen kleinen Überblick. Also Indizes eher weiter Long. Ja, also aufpassen bei den Short Setups. Und ja, 15.500 können wir uns merken im DAX. Gestern das Tief. Und aktuell sind wir bei 57. Die morgendliche Trading Range 27 Punkte. Das bedeutet ausreichende Volatilität heute Morgen. Das wird ein guter Start, hoffe ich zumindest. Ja, und melde mich dann gleich nochmal. So, wir wechseln mal die Big Number und gehen auf die 15.707. Wir sind also 40 Punkte davon entfernt und wir haben ja eben auch gesehen, dass näher dran sind an dem oberen Level, also 8.39 Uhr. Und ich nehme jetzt mal und diese Linie raus, blick noch einmal auf die Vola-Box 62, kommt er rein und wir werden dann auch gleich, sobald er drin ist, aktivieren, 23 Sekunden noch, 15 Sekunden, 12, 10, 8, 7, 6 und los geht's. 9 Uhr. Der Kurs 64,64 und wir sehen oberhalb der ist die nächste Box bei 15.700, also Richtung All-Time High auch hier. 15.674. Sobald der Kurs da reinläuft, jetzt schnappt die So, wir haben dann eine Big Number und eine Vola-Box parallel fast. So, meine Damen und Herren, es ist jetzt amtlich die Vola-Box, wird die erste Box sein heute Morgen. Also 15.664 Long oder 15.649 Short. Das ist die DAX-Falle heute Morgen, die erste um 9.01 Uhr. Und ich bin gespannt, wo der Markt hin möchte. Anzeichen sehen alle nach Richtung Norden aus. Aber es ist völlig egal. Hauptsache, er verlässt jetzt die Falle. Ja. Wir sind long im ersten Trade, long im ersten Trade, ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt und dann gehen wir in Richtung Daily Pivot auf die Big Number 15.6 oder wenn wir oben rumgehen, gehen wir auch auf die Vola-Box erstmal. So, wir sind jetzt im zweiten Trade und der Markt. Das bedeutet, wir ziehen jetzt ein bisschen nach unten auf angepasst und alle, die einen Boxenstopp hatten, aufgelöst haben, brauchen 15 Punkte ja. Markt ist so ein bisschen, ja, ist so orientierungslos aktuell. Noch hatte sich nicht für eine Richtung richtig entschieden. Wir sind zumindest im zweiten Trade und gucken, dass wenn der Markt sich unter der 50er-Zone dann schließt, dass es weiter nach Süden geht.